So, Schneezeit und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute mal kein Emergency 4 oder 5 Video. Wir sind heute im TSW 2 unterwegs, im Train Sim World 2. Willkommen im Bochum Hauptbahnhof. Dies ist eine S-Bahn Richtung Westen, die bis nach Essen Hauptbahnhof fährt. In dem Sinne würde ich sagen, lassen wir einmal die Fahrgäste zusteigen, indem wir hier die Türen freigeben. Und in der Zeit können wir uns ja mal die S-Bahn von außen anschauen. Wir sind heute mit der Baureihe 425 unterwegs, eines meiner Lieblingstriebwagen. Wir fahren heute mit der S1 von Bochum Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof. Ursprünglich fährt ja die S1 nach Solingen über Essen. Da wir heute allerdings den Endpunkt in Essen haben, werden wir einmal hier schnell die Zielanzeige ändern. Hier einmal die Route neu eingeben, Zugfahrbahn komplett und dann suchen wir einmal hier die S1 nach Essen. Haben wir gefunden, bestätigen wir einmal. Und dann schauen wir mal, ob das so draußen auch übernommen wurde. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber du siehst halt auch tatsächlich, dass die S-Bahn bei dem Wetter schon eine Weile gefahren ist. Also grafisch ist das Game echt wirklich wunderschön. Gut, das hat ja soweit alles ganz gut gepasst. Von Solingen auf Essen umgeschaltet. Und dann werden wir einmal hier noch die SIFA in Betrieb nehmen. Und dann werden wir die Türen schon wieder zumachen. Und dann geht's auch schon los. Schauen wir mal, dass hier auch keiner wieder in den Türen steht. Man kennt's. So kommt es dann auch immer zu Verspätungen. Das ist hier nicht der Fall. Und dann können wir soweit eigentlich schon losfahren. Nächster Halt ist Bochum Ehrenfeld. Ehrenfeld, Ankunft. Laut Plan 19:18 Uhr. Ja, wir haben die S-Bahn quasi übernommen vom Kollegen und fahren die jetzt bis nach Essen. Von Essen geht es allerdings dann nicht nach Solingen weiter, sondern zum Betriebswerk, da wir dann die S-Bahn abstellen werden und für uns dann erstmal Feierabend ist. Genau. So, schauen wir mal. Ja, großartig beschleunigen brauchen wir da jetzt nicht. 500 Metern haben wir schon unsere nächste Halt erreicht. Sehr schön. Ja, also grafisch ist das Game natürlich wunderschön, ne? Da kannst du echt nichts gegen sagen. Wirklich. Selbst hier hinten bei den Lichtern haben sie die einzelnen LEDs ja, mit animiert. Also wenn du hinten in die Lichter guckst, siehst du halt die einzelnen LEDs. Das ist mir auch immer beim Original aufgefallen. So, dann machen wir einmal wieder die Türen zu. Und damit haben wir hier unsere erste Station abgehakt. Nächste Station ist dann Wattenscheid-Höntrop. Ankunft 19:21 Uhr, laut Plan. Schauen wir mal, ob wir das auch hinkriegen. Kollege. Ich
finde es hier übrigens auch ganz cool, gerade rechts an den Gebäuden mit diesen ganzen Graffitis. Bringt dann auch wieder so ein bisschen Realismus ins Game. Wir dürfen auf 120 beschleunigen und ich fahre erstmal weiter 100. Auch nicht schlecht. Das wird eng. Wir haben jetzt 19.21 Uhr. Ich denke mal, dass ich das jetzt innerhalb einer Minute da nicht so schnell hinschaffe. Ja, das ist halt so der typische S-Bahn-Verkehr, ne? Also du bist da auch immer ziemlich im Zeitdruck, wie ich finde. So, jetzt müssen wir erstmal hier über den Berg rüber. Und da haben wir dann auch schon gleich den Bahnhof erreicht. Sehr schön. Ja, hier sieht man es, glaube ich, gerade ganz gut. Vorne an der Scheibe klebt überall der Schnee halt von der Fahrt, außer da, wo der Scheibenwischer gerade wischt. Also grafisch ist das Game halt echt geil. Vor allen Dingen, du kannst da jetzt hier auch einfach mal aufstehen. Du kannst jetzt hier beispielsweise mal kurz in die erste Klasse gehen oder so. Oder ja, generell am Bahnhof rumlaufen oder im Zug selber. Werden wir natürlich gleich nochmal testen, wenn wir ins Betriebswerk fahren. Und nee, das ist schon eine ganz coole Sache, das Game. Auf jeden Fall. So, nächste Station ist dann auch schon Essen-Eibberg. Ankunft dort ist 19.25 Uhr laut Plan. Heißt also in 2 Minuten. Wieder S-Bahn. Ja, das ist nämlich auch so mein Problem. Ich bin immer so fasziniert von der Umgebung bzw. von der Grafik, dass ich dann ab und zu mal vergesse, die Ziffer zu bestätigen. Das ist schon ganz cool. Also vor allen Dingen, der Sound ist ja auch original von der Baureihe 425. Also bei uns in Hannover fährt ja auch die 425, aber auch 424. Und daher kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass der Sound auf jeden Fall original ist. Und daher macht es mir persönlich auch viel mehr Spaß, dann hier sowas zu spielen. Gerade wenn die Grafik halt dann auch noch wunderschön ist und dann halt der originale Sound dazu kommt. Ist das auf jeden Fall schon eine ganz coole Sache. So, ich bin mit der Meinung, dass der Bahnhof etwas kleiner war, deswegen müssen wir da ein bisschen früher abbremsen, damit wir da auch vernünftig zum Stehen kommen.
So astrein. Sehr schön. Ich habe immer so meine Bedenken, dass ich hinten nicht komplett drinne bin. Das sind immer so meine Bedenken, deswegen fahre ich dann lieber doch ein bisschen weiter vor. So, sehr schön, weiter geht's. Nächster Halt ist Essen-Steele Ost. Ankunft 19:27 Uhr laut Plan in 1 Kilometer schon. Ja, das ist halt irgendwie immer so der einzige Nachteil, finde ich, beim S-Bahn-Verkehr, dass du da halt immer irgendwie voll im Zeitdruck bist. Weil du ja auch an jeder Station irgendwie halten musst. Wieder ziemlich kleiner Bahnhof. Sehr schön. Oh, hat locker, glaube ich, noch gereicht, ne? Aber daran sieht man natürlich, dass der Bahnhof auch tatsächlich ein bisschen klein ist. Meine Vierplatz ist da auf jeden Fall nicht mehr. Sehr gut. Dann werden wir einmal wieder die Türen verriegeln. Beziehungsweise. Nächster Halt ist Essen-Steele, Ankunft 19:29 Uhr. Kollege kommt uns da wieder mit einer S-Bahn entgegen. Und wir sind hier mit einer 425 unterwegs. Ja, alleine deswegen, weil die bei uns in Hannover aktuell noch fährt, soll jetzt mittlerweile auch ein anderer Anbieter kommen, der die S-Bahn Hannover dann übernimmt. Finde ich die S-Bahn bzw. die Baureihe 425 halt extrem cool. Ich weiß nicht, ob das zu aggressiv ist, dass ich immer beschleunige oder bremse. Ich kann das schwer einschätzen. Weil normalerweise sollte das ja ein bisschen entspannter verfolgen. Ach, warte mal, wir fahren ja jetzt gleich in Essen rein, ne? Dann könnten wir eigentlich schon mal die Zielanzeige ändern für die Fahrgäste in Essen bzw. für den Hauptbahnhof in Essen, dass dieser Zug dann nicht mehr weiterfährt, sondern quasi dort endet. Machen wir einmal nicht einsteigen. Und da steht da jetzt auch sehr schön. Dann können wir einmal die Tür wieder schließen. So.
Genau, wir treffen jetzt nämlich jetzt in Essen Hauptbahnhof ein und damit die Fahrgäste dann halt in Essen wissen, jo, der Zug fährt nicht mehr weiter, bitte nicht einsteigen. Ja, habe ich jetzt mal schnell eben die Zielanzeige auf nicht einsteigen gestellt. Da wir ja dann natürlich ins Betriebswerk fahren und nicht nach Solingen. Und wurde auch übernommen. Sehr, sehr geil. Und das ist halt so ein geiles Feature, ne? Dass du einfach mal die Zielanzeigen umschalten kannst. Das macht dann noch mehr Spaß, finde ich persönlich. Ich finde es schade, dass es hier nicht so viel eingleisige Strecken gibt. Also da macht das auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Bock. Mir persönlich. Oh, ich dachte, ich habe hier ein rotes Signal. So, ab jetzt dürfen wir nur noch 100 fahren. Da passt das ja ganz gut. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Essen Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den Nah- und Fernverkehr. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Habe ich wieder die SIVA vergessen. So, da wären wir. Essen Hauptbahnhof. War ich persönlich noch nie, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das in Wirklichkeit hier so genau aussieht. Ja, sehr schön. Damit wären wir soweit in Essen Hauptbahnhof angekommen. Normal würde die S-Bahn jetzt weiter nach Solingen fahren, da wir aktuell aber das Betriebswerk jetzt anfahren werden. Ja, also grafisch ist es echt, guckt euch das mal an. Das hast du im TS nicht, das ist halt, da sind die alle neu. Und hier siehst du halt, das ist schon etwas nicht einsteigen, selbstverständlich in die Zielanzeige gemacht. Können jetzt mal hinten reingehen. Ja, so sieht die S-Bahn Hannover genau aus, ne? Hast hier die erste Klasse. Hier für die Fahrräder oder Kinderwagen. Viererplätze. Das ist aber allerdings hier in der. Das habe ich so noch nie gesehen. Normal ist das bei uns in Hannover ein normaler Vierer. Genauso wie hier. Das kenne ich so nicht. Gut. Ich würde sagen, dann können wir soweit wieder. S1 wieder nach Dortmund.
stellen Sie die Fahrgastraumbeleuchtung. Guck mal, jetzt haben wir hier Licht hinten drin und jetzt können wir den nämlich ausmachen und dann haben wir kein Licht mehr. Wie geil ist das? Das ist halt echt cool gemacht. Nun, da für diesen Zug Dienstschluss ist, fahren Sie ihn für die Nacht bis ins Betriebswerk. Befolgen Sie dabei alle Signale und Geschwindigkeitsangaben. Das werden wir machen. Vielen Dank. Freigabe haben wir schon bekommen. Sehr geil. Jetzt dürfen wir gleich nur noch 25 fahren, da wir ins andere Gebiet kommen quasi. So geil. Bin gespannt, wie viele Punkte ich diesmal kriege. Ich glaube, letztens, als ich das Szenario gespielt hatte, da war ich bei 8095, 92, glaube ich. Ziel erfüllt. Sehr schön. Stellen Sie die Spitzensignale auf. Okay, machen wir. Abblenden. Aus. Dann ziehen wir einmal den Schlüssel raus. Zack. Sehr schön. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Kein Problem. So, schauen wir mal, wie viele Punkte wir gemacht haben. Oh, nice. Das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord von mir. Ich war bei 8097, 98 oder so. Und nee, geile Sache. Ja, in dem Sinne sollte es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Denn ja, somit habe ich dann mehr Motivation für folgende Videos. Und ja, wenn ihr weitere Videos wollt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und nee, freut mich. Habe ich ja auch wieder einen persönlichen Rekord geknackt. Und ja, in dem Sinne, bleibt gesund. Ich bin erstmal raus, bedanke mich fürs Zuschauen. Übrigens, Link in der Beschreibung von dem Game sowie Instagram. Schaut gerne mal vorbei. Dort haben wir auch bald die 1000 geknackt, sowie hier auf YouTube bald die 20.000. Gerne ein Abo dalassen. Ich bin erstmal raus, bedanke mich, bleibt gesund, haut rein. Euer Kev.